lachen. Ja. Hallo, ich bin Astrid Rosenfeld. Ich lese heute aus meinem Debütroman Adams Erbe. Wenn ich zu Ende gelesen habe, kann man mir Fragen stellen via Twitter und Facebook und die werde ich dann beantworten. Und unter den Fragenden verlost Lovely Books 5 signierte Bücher. Und bevor ich jetzt anfange zu lesen, sage ich vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze zu dem Buch, zu dem Inhalt. Es geht um Adam und Edward Cohn. Adam ist Edwards Großonkel. Die beiden haben sich niemals kennengelernt. Sie haben zu unterschiedlichen Zeiten gelebt. Aber auf einem Dachboden verbindet sich irgendwann ihre Geschichte miteinander. Und vieles erklärt sich jetzt, wenn ich anfange zu lesen, und das tue ich jetzt auch. Okay. Sie haben mir immer erzählt, dass mein Vater tot sei. Dabei hat er meine Mutter einfach verlassen. Eigentlich kann man es nicht einmal verlassen nennen, denn sie waren nie richtig zusammen. Sie kannten sich fast gar nicht. Genau genommen haben sie ein einziges Mal miteinander geschlafen, und als meine Mutter feststellte, dass sie schwanger war, war mein Vater längst wieder in seiner Heimat. Ich war 8 Jahre alt, als eine von Mutters Freundinnen ihr einredete, dass es außerordentlich wichtig für meine psychologische Entwicklung sei, die Wahrheit über meinen Erzeuger zu erfahren. Je früher, desto besser. Die Wahrheit war nicht viel. Mein Vater hieß Sören oder Gören und kam aus Schweden oder Dänemark oder Norwegen. An mehr konnte sich meine Mutter nicht erinnern. Eddilein, dein Vater ist sicher ein ganz toller Mann. Und an diesem Abend, wie auch immer, wir mochten uns sehr, sehr gerne. Die Variante mit dem toten Vater hatte mir immer mehr zugesagt als die mit dem tollen Sören oder Gören aus Skandinavien. Obwohl ich meine Zeugung nicht der Liebe zweier Menschen, sondern der enthemmenden Wirkung zweier eiskalter Flaschen Wodka Gorbatschow zu verdanken habe, war ich für meine Mutter ein Wunschkind. Seitdem sie 14 war, hatte sie nichts sehnlicher haben wollen als ein Baby. Sie hatte die 30 schon überschritten, als das skandinavische Sperma ihr dazu verhalf. Im 4. Monat der Schwangerschaft, mein Vater hatte Berlin bereits verlassen, kündigte sie in der Buchhandlung und zog zurück in die Wohnung ihrer Eltern. Ihre Freundinnen empfanden Mitleid mit der armen Magda Cohn, die Karriere und Eigenständigkeit für den Bastard in ihrem Bauch aufgeben musste. Lange versuchten sie, meine Mutter zu überreden, trotz Kind weiterzuarbeiten. Aber Magda Cohn war der Antichrist der Frauenbewegung. Und hätte sie nur jemand bei Zeiten geheiratet und geschwängert, dann wäre sie gar nicht erst auf die Idee gekommen, einen Beruf zu ergreifen. An einem sonnigen Nachmittag im März presste Magda mich heraus und benannte mich nach einem der Protagonisten ihres Lieblingsromans von Jane Austen, Edward. An diesem Frühlingstag sah ich aus wie alle anderen Babys, aber mit jedem Jahr wuchs die Ähnlichkeit. Adams Augen, Adams Mund, Adams Nase. Am liebsten spielte ich im Wohnzimmer vor dem Ofen. Er war weiß mit Schnörkeln und oben saßen drei fette Putten, die sich mild lächelnd an den Händen hielten. Neben dem Ofen stand eine Kiste voller Autos. Ich liebte meine Autos, ich hielt mich für einen Spezialisten und wollte später irgendwas mit Autos machen, wie wohl fast jeder 6-jährige Junge. Ich war wahrlich kein originelles Kind. Und als gerade der goldene Jaguar, das Juwel meiner Sammlung, den weißen Mustang rammte, hörte ich meinen Großvater schluchzen. Er saß hinter mir auf dem Boden. Schon das verwirrte mich, denn normalerweise saß mein Opa Moses auf dem Sofa oder auf einem Stuhl, aber doch nicht auf dem Parkett. Und dann die Tränen in seinen Augen. Ich legte meine Arme um ihn, aber er drückte mich sanft weg und streichelte mir zitternd über den Kopf. Adam, sagte er. Opa? Er stöhnte oder seufzte. Vor vielen Jahren hat hier schon mal ein Junge gesessen, der sah aus wie du. Er hatte keine Autos, sondern Zinnsoldaten. Er hieß Adam und war mein kleiner Bruder. Wo ist er? Moses antwortete nicht. Wo sind seine Soldaten? Soldaten sterben früh. Er wischte sich mit der Hand übers Gesicht. Edward, lass uns zu dem einzigen Gott beten, dass du nur Adams Äußeres geerbt hast und nicht seinen Charakter. Opa betete ständig zu dem einzigen Gott, besuchte regelmäßig die Synagoge in der Pestalozzi-Straße und bestand auf koscherem Essen.
Oma und Mama beteten fast nie, gingen nur selten in die Synagoge und aßen, worauf sie Lust hatten. Wir hockten auf dem Boden. Opas hebräische Gebete klangen wie das Meckern einer Ziege. Er steigert sich dann irgendwas rein, dachte ich, als wieder Tränen über seine Wangen liefen. Endlich kam meine Mutter nach Hause und setzte der Szene ein Ende. »Papa, was macht ihr da?« »Wir beten wegen Adam«, antwortete ich, weil Opa noch immer wie in Trance zu seinem einzigen Gott sprach. Meine Mutter seufzte, nahm Opa am Arm und zog ihn hoch. »Papa, komm!« Er ließ sich bereitwillig abführen. Der Mustang überschlug sich, ich warf ihn zurück in die Kiste und zog einen Land Rover heraus, der jetzt den goldenen Jaguar herausfordern sollte. Natürlich hatte er keine Chance, denn ich würde den Jaguar niemals verlieren lassen. Die Sache mit Adam hätte ich wahrscheinlich sofort vergessen, aber an diesem Abend aß mein Opa nicht mit uns. Er blieb in der Bibliothek, so nannten wir den Dachboden, der zu unserer Wohnung gehörte. Es war keine richtige Bibliothek, zwar gab es ein Regal mit Büchern, aber eigentlich nutzten wir den riesigen Raum, den man über eine Wendeltreppe erreichte, als Abstellkammer. Alte Koffer, ausrangierte Möbel, von denen man sich aus sentimentalen Gründen nicht trennen wollte, Kartons mit Fotos, Kleider, meine Wiege, Kram halt. Moses Cohn, mein Opa, verbrachte viel Zeit in der Bibliothek. Wegen der Stille, sagte er. Ich durfte nur selten nach oben, wegen des Staubs, sagte meine Oma Lara Cohn. Wir saßen also zu dritt am Küchentisch und Oma reckte ihren Hals. Sie hatte einen langen Schwanenhals, auf den sie sehr stolz war. »Was hat Moses denn?«, fragte sie meine Mutter. »Adam«, lautete die schlichte Antwort. Omas Hals drehte sich in meine Richtung. »Ich habe immer gehofft, dass es sich verwächst. Tja.« »Er wird schon darüber hinwegkommen«, sagte meine Mutter. Lara Cohn lachte einmal laut auf. Ihr Lachen war immer genau auf den Punkt gesetzt, kurz und knapp. Es kam nicht aus dem Bauch oder aus dem Herzen, es war wie das Ausrufezeichen auf einer Tastatur, gedrückt und weg. »Magda, Liebling, dein Vater denkt mehr über die Toten nach als über die Lebenden, wenn du verstehst, was ich meine.« Bitterkeit vibrierte in ihrer Stimme. »Ist Adam tot, wollte ich wissen?« »Hoffen wir es.« Wieder ihr Lachen. »Mama, sag sowas doch nicht vor Adeline.« »Ist er tot?«, hakte ich nach. »Sagen wir es so, Edward. Er hätte den Tod verdient. Er war ein schlechter Mensch. Er hat...« »Mama, hör bitte auf.« »Hat er was kaputt gemacht?« »Oh ja, seine Großmutter und seine Mutter.« »Mama«, meine Mutter knallte die Faust auf den Tisch, so etwas machte sie sonst nie. »Magda, Liebling, das ist kein Grund, die Möbel zu zertrümmern.« Meine Mutter stand auf und räumte die Teller ab, obwohl wir noch nicht aufgegessen hatten. Ich hatte Blut geleckt, jemand, der seine Mutter und seine Großmutter kaputt gemacht hatte, das hörte man nicht alle Tage. Oma zog ihren Mantel an und verabschiedete sich, sie ging ins Konzert oder ins Theater. Manchmal begleiteten Mama und ich sie, aber Opa kam nie mit. Er verließ die Wohnung sowieso nur selten. Ich lag in dieser Nacht wach. Ich hörte, wie meine Großmutter zurückkam, dann war es still. Nur oben knarrten die Dielen. Auf diesen Moment hatte ich gewartet. Ich schlich mich aus meinem Zimmer, die Wendeltreppe hinauf und öffnete die Tür. Moses saß auf einem alten Sessel. Ein aufgeklapptes Buch lag in seinem Schoß, aber er las nicht. Er starrte einfach nur vor sich hin. Ich stellte mich neben ihn, fuhr mit meinen Händen über die Lehne und zerrte an dem Sessel, um auf mich aufmerksam zu machen. Opa lächelte traurig. »Solltest du nicht schlafen, Eddie?« »Ich kann nicht.« »Das verstehe ich. Ich kann auch oft nicht schlafen.« Und ehe sein Blick wieder erstarrte, bevor er meine Anwesenheit vergessen konnte, zog ich an seinem Ärmel. »Opa, erzähl mir von Adam.« Es dauerte lange, bis er anfing zu sprechen. Er erzählte von Hitler und dem Krieg und dass man als Jude besonders schlechte Karten hatte und dass die ganze Familie auswandern wollte. Sie brauchten Papiere, die sehr teuer waren, und kurz vor dem Tag der Abreise verschwand Adam mit dem gesamten Familienvermögen. Die Papiere hatten sie zwar, aber ansonsten fast nichts. Die Großmutter und die Mutter von Moses und Adam blieben in Berlin, wollten nicht mit nach England. Ich glaube, sie haben auf Adams Rückkehr gewartet, aber er kam nicht zurück. Oma hat gesagt, er hat sie kaputt gemacht. Wie hat er das gemacht, wenn er gar nicht da war? Man kann eine ganze Menge kaputt machen, indem man bestimmte Dinge nicht tut. Also hat er es nicht getan. Nicht direkt. An diesem Punkt begann mich das Ganze zu langweilen und ich ließ meinen Opa alleine auf dem Dachboden zurück. So, jetzt trinke ich erstmal kurz. Und springe dann zum Ende des ersten Teils. Es ist viel passiert. Edward ist am
Ende des ersten Teils, Ende 20. Hat Berlin verlassen, er ist wieder nach Berlin zurückgekommen. Jetzt ist gerade seine Oma gestorben und er klettert auf den Dachboden. Und an dieser Stelle lese ich jetzt weiter. Eingewickelt in braunes Packpapier, eine Briefmarke aus einer anderen Zeit. Der Empfänger Anna Guslowski bei A. Cohn. Darunter die Adresse der Wohnung, die einmal mein Zuhause war. Kein Absender. Das Paket war nie geöffnet worden. Ich zerriss das Papier. In meinen Händen hielt ich mein Erbe. Ich las Seite um Seite. Es war, als hörte ich meine eigene Stimme. Als ob meine Stimme seine Geschichte erzählen würde. Das hier ist meine Geschichte und Adams Geschichte. Auf diesem Dachboden haben sie sich ineinander verschlungen. Ich habe Adams Nase, seine Augen, seinen Mund und diesen Stapel Papier geerbt, der seinen wahren Empfänger nicht erreicht hat. Teil 2. Adam. Liebe Anna, meine Mutter hat immer gesagt, dass es noch ein schlimmes Ende mit mir nehmen wird. Und Edda Klingmann hat immer behauptet, dass Adam einmal Großes vollbringen wird. Irgendwie haben sie beide recht behalten. Anna, ich hoffe, dass dieses Buch dich eines Tages finden wird. Mich und viele andere wird es dann nur noch auf diesen Seiten geben. Hör dir meine Geschichte an, die auch ein Teil deiner Geschichte ist. Ich wurde unmittelbar nach dem Krieg gezeugt. Es war die letzte Tat, die mein Vater Maximilian Cohn vollbrachte, bevor er sich in sein Zimmer einsperrte, um nie wieder herauszukommen. Das war 1919. Mein älterer Bruder Moses und ich durften Vaters Zimmer nicht betreten. Dieses Verbot, gepaart mit Maximilian Cohns häufigen Schreien, zog mich geradezu magisch an. Ich habe ganze Nächte vor seiner Tür verbracht. Manchmal guckte ich durchs Schlüsselloch, so lange bis ein Schuh oder ein Buch gegen die Tür flog. Ich kannte meinen Vater nur von einer Fotografie im Wohnzimmer. Der zweite verführerische Ort war der Dachboden, auf dem Edda Klingmann wohnte. Edda ist meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, aber ich durfte sie weder Oma noch Großmutter nennen. Eine ganze Weile bestand sie darauf, dass Moses und ich sie mit Frau Klingmann anredeten. Man habe sie schließlich nicht gefragt, ob sie überhaupt Enkel haben und eine Oma sein wolle. Sie war erst Ende 40, als ich auf die Welt kam. In den ersten Jahren machte Frau Klingmann einen großen Bogen um mich, denn ein ständig heulendes Wesen, das in seine Windeln kackte, langweilte sie. Und sie zu langweilen war eine Todsünde. Ich muss ungefähr 5 gewesen sein, als wir Freundschaft schlossen und ich sie Edda nennen durfte. Moses war 4 Jahre älter als ich, aber er und Frau Klingmann sind nie wirklich warm miteinander geworden. Nur ganz, ganz selten durfte auch er sie Edda nennen. Anfangs erlaubte Edda mir, sie einmal am Tag auf dem Dachboden zu besuchen. Ich musste anklopfen und warten, bis sie mich hereinbat. Manchmal ließ sie mich über eine Stunde vor der Tür stehen. Edda Klingmann war eine Walküre, groß und üppig, mit einem gigantischen Busen. Sie trug mit Vorliebe hautenge, bodenlange rote Samtkleider. Ihre Haut war weiß wie Porzellan, ihre Augen blassgrün und ihr Haar schwarz mit einem Blaustich. Den verdankte sie Luigi, ihrem Friseur, der eigentlich Chaim hieß und Jude war, so wie wir. Aber Edda bestand auf einem italienischen Friseur. Adam, zum absoluten Glück einer Dame gehört ein italienischer Friseur. Nur ein Italiener hat wirklich Geschmack. So wurde aus Chaim Luigi. Und weil Chaim meine Großmutter verehrte, spielte er seine Rolle mit rührender Ernsthaftigkeit. Er eignete sich sogar einen italienischen Akzent an, den er später gar nicht mehr los wurde, was seine Frau fast in den Wahnsinn trieb. Es war schwer, Edda Klingmann zu beeindrucken. Das Einzige, was sie wirklich beeindrucken konnte, war Schönheit. Sie beurteilte alle Menschen aufgrund ihres Äußeren und glaubte zudem, damit den Verlauf der Geschichte vorhersagen zu können. Adam, das ist eine Gabe. Es ist wie Hellsehen. Ich wusste, dass wir den Krieg nicht gewinnen können. Schau dir Wilhelms Augen an. Schau sie dir an. Sie stehen ganz seltsam beieinander. Und Ludendorff hat kein Kinn. Ein Mann ohne Kinn. Und da nickte sie vielsagend. Edda Klingmann rauchte 68 Zigaretten am Tag. Ihr Mann, mein Großvater, den sie den Itzigen nannte, war lange vor meiner Geburt gestorben. Ein Pferd hatte ihm ins Gesicht getreten. Er war auf der Stelle tot. Adam, dein Großvater war ein Trottel und er ist wie ein Trottel gestorben. Aber der Itzige war ein wunderschöner Mann. Deshalb habe ich ihm alles verziehen. Auch irgendwie.
Seit dem Tod des Itzigen ging Oma nicht mehr in die Synagoge und Maximilian Cohn, dessen Urgroßvater ein Rabbiner gewesen war, glaubte einzig und allein an Deutschland, besser gesagt an den Kaiser. Meine Mutter aber, Greti Cohn, hat niemals aufgehört, zum Gott ihres Vaters zu beten. Sie war schwanger, als ihr Mann in den Krieg zog, um für sein geliebtes Kaiserreich zu kämpfen. Und als sie ihren Sohn dann in den Arm hielt, gab sie ihm den Namen Moses und ließ ihn beschneiden. Bei der Rückkehr meines Vaters aus dem Krieg war Moses 4 Jahre alt und es war eindeutig zu spät, ihn noch umzubenennen oder die Vorhaut wieder anzunähen. Als ich auf die Welt kam, hatte sich Maximilian schon weggesperrt. Trotzdem wagte meine Mutter es nicht, den gleichen Fehler noch einmal zu machen, deshalb wurde ich nicht beschnitten. Sie nannte mich Adam, nach dem einzigen Mann, der jemals das Paradies gesehen hat. Ich glaube, Edda und ich wurden Freunde, weil sie mich hübsch fand. Ich hatte ihre Augen und die wohlgeformte Nase des Itzigen. Moses hingegen sah aus wie Maximilian Cohn, dessen Wangenpartie laut meiner Großmutter unvollendet war. Und das, Adam, verunstaltet das ganze Gesicht. Vielleicht würde ein Bart helfen. So richtig begann sich Edda allerdings erst für mich zu interessieren, als ich aus der Schule flog. Das geschah ziemlich bald nach meiner Einschulung. Ich konnte einfach nicht still sitzen. So sehr ich mich auch bemühte, meine Beine wollten mir nicht gehorchen. Mein Lehrer und der Direktor waren ratlos. Weder Drogen noch Schläge schafften es, meine Beine ruhig zu stellen. Eines Tages brachte der Direktor mich persönlich nach Hause und teilte Greti Cohn und Edda Klingmann mit, dass man für mich eine andere Lösung finden müsse. Es gab eine Schule für bekloppte Kinder, da wollte man mich hinschicken. Meine Mutter heulte auf und prophezeite mir, ihrem jüngsten Sohn, ein schlimmes Ende. Edda Klingmann hingegen sorgte dafür, dass ich Privatunterricht bekam. In dem Moment, in dem die Schule und meine Mutter mich aufgaben, beschloss sie, dass Adam Cohn einmal Großes erreichen sollte. Von diesem Tag an musste ich nicht mehr anklopfen. Herr Strund unterrichtete mich, ein pensionierter Lehrer mit Ziegenbart und einem herrlichen Mund. Adam, schau dir diese Lippen an, leicht aufgeworfen, nur ganz leicht, und dieses Rosa, ich habe noch nie einen so wunderbaren Mund gesehen. Während Edda schwärmte, lief Strunds Gesicht im gleichen Rosa wie seine Lippen an. Mein Privatlehrer war wohl eine von Eddas Liebschaften und reihte sich damit ein in eine Serie mehr oder minder prominenter Männer. Das Sprungstück ihrer Sammlung war Hugo. Hugo Asbach, ein angesehener Weinbrandfabrikant. Ihm zu Ehren trank sie täglich mindestens 3 Gläser Asbach. Und spätestens nach dem 3. Glas begann sie Anspielungen zu machen. Ach, der Hugo. Was war denn mit dem Hugo? Und dann lächelte sie und seufzte. Das ist eine große Geschichte, Adam. Das Konkreteste, was ich je über die große Geschichte erfuhr, war, dass Hugo Asbach eine edle Stirn hatte. Einmal habe ich meine Mutter dazu befragt. Ach Adam, sei doch nicht so dumm. Sie braucht einfach nur eine Entschuldigung, um zu trinken. Aber das wollte ich nicht glauben und werde es auch nie glauben. So, jetzt springe ich ein kleines Stück und trinke kurz. Und lese weiter und eigentlich ergibt sich alles, was bisher geschehen ist, wenn ich weiterlese. Obwohl mein Vater jetzt unter der Erde lag, war sein Zimmer noch immer Sperrgebiet für mich. 3-mal am Tag suchte meine Mutter den leeren Raum auf und nun waren es ihre Schreie und nicht mehr seine, die dann und wann durch die Wohnung peitschten. Es war fast so, als ob er nicht noch immer da wäre. Ja, zwischendurch vergaß ich sogar, dass er tot war. Mama besuchte nun in aller Regelmäßigkeit die Synagoge. Moses wurde ihr ständiger Begleiter und lernte Hebräisch. Ich dachte, sie würde noch einmal aufblühen, jetzt wo der Soldat aus dem Haus ist. Aber nein, was macht sie? Sie rennt in den Tempel, sagte Edda, als ich mit ihr den Kurfürstendamm entlang lief. Wir bogen in die Ulanstraße ein und ich platzte vor Neugier, denn Edda hatte mir nicht verraten wollen, wo wir hingingen. J. Busler stand am Türschild. Maestro. Sie umarmte den wieselartigen Mann und sein Kopf verschwand zwischen ihren riesigen Brüsten. Der Maestro hieß Julian Busler. Er hatte nur noch einen einzigen Finger. Und dieser Finger, der rechte Ringfinger, wirkte in seiner Einsamkeit vollkommen fehl am Platz. Ich hätte ihn gerne abgerissen. Seine Handballen und der eine Finger steckten in schwarzem Leder. Über der ganzen kalten Wohnung schien eine Staubdecke zu liegen, die jede Farbe ihrer Kraft beraubte. Frau Klingmann, hinreißend. Sie sehen hinreißend aus. Und das ist also Adam. Er verbeugte sich vor mir. Ich kannte deinen Vater.
Er ist tot, sagte ich. Ich weiß, mein herzliches Beileid. Wir waren zusammen in Frankreich, Max und ich. Ihm verdanke ich, dass ich nur 9 Finger verloren habe. Ohne Max wäre ich... Mein Vater hat ein Bein verloren. Er nickte und während er über Maximilians Mut redete, stellte ich mir eine Wiese mit allen möglichen Körperteilen vor. Füße, Hände, irgendwo dazwischen die Finger vom Busler und das Bein meines Vaters. Und ein Schild in verschiedenen Sprachen, bitte etwas dalassen. Der Maestro war ein General, sagte Edda und riss mich aus meinen Gedanken. Oberstleutnant, liebe Frau Klingmann, aber jetzt setzen Sie sich bitte, einen Moment Geduld, ich hole Sie. Er trippelte davon, während Edda und ich auf dem feuchten Sofa Platz nahmen. Als Busler zurückkam, dachte ich zuerst, dass er ein sehr hässliches Kind oder ein verschrumpeltes Tier in den Armen hielt, aber es war ein Geigenkasten. Er stellte ihn auf den Tisch und mit seinen einen Fingern ließ der Maestro die Scharniere aufspringen. Ich weiß nicht, warum ich so überrascht war, dass in dem Geigenkasten tatsächlich eine Geige lag. Ich hatte etwas Geheimnisvolleres erwartet. Das ist sie, er lächelte andächtig. Eine Klotz. Ich behaupte, sie klingt sinnlicher als eine Stradivari. Busler, sind Sie sich sicher, dass Sie wirklich verkaufen? Ja. Dann öffnete Edda ihre monströse Handtasche und legte 2 Goldbarren neben das Instrument. Der schwarze Ringfinger strich über das glänzende Metall. Sie retten mein Leben. Ich verstand nicht, was da vor sich ging. Wie konnten 2 Klotze Gold jemanden das Leben retten? Ich wusste nichts von Armut. Dunkle Wolken brauten sich zusammen, aber Edda Klingmann hielt alle Sorgen von mir fern. Noch war die Geschichte nicht in unserem Wohnzimmer angelangt. Hiermit, er hielt seine Hände hoch, kann ich ohnehin nicht mehr spielen, nicht wahr? Da haben Sie wohl recht, Maestro. Und es wird mir eine Freude sein, Adam zu unterrichten. So kann ich Sie ja weiterhin sehen, meine Klotz. Ich zuckte zusammen, als mein Name fiel. Edda Klingmann hatte also für 2 Goldbarren eine Geige für mich erstanden und der einfingerige Leutnant sollte mein Lehrer werden, damit Adam Cohn dereinst Großes erreichte. Aber jetzt holen Sie mal Gläser, Busler. Sie zog eine Flasche Asbach aus der Tasche. Flink klemmte der Maestro das Glas zwischen seine Handflächen und stürzte den Weinbrand in einem Rutsch runter. Musik, Adam, Musik ist Gottes größtes Geschenk an uns Menschen. Ich wollte eigentlich Geigenbauer werden. Da wäre man ein wenig Gott, nicht wahr? Der Ursprung der Musik, Holz, Leim, ein paar Rosshaare und am Ende eine Violine. Aber mir fehlte das Geschick. Edda und Busler tranken weiter und die Augen des armen Maestros, der den Alkohol nicht gewohnt war, standen schon bald schief. Was macht die Politik, Busler? Wie geht es Ihrem schnurrbärtigen August in München? Adolf, sagte er streng. Adolf August, was bedeutet schon ein Name? Aufs Gesicht kommt es an. Er ist ein großer Mann und Weimar wackelt, meine Liebe, Weimar wackelt. Der Leutnant wollte mit den Handflächen erneut sein Glas ergreifen, aber es gelang ihm nicht. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Und Edda führte ihm das Glas an den Mund. Es ist demütigend, demütigend. Ich kann nicht einmal meinen eigenen Becher halten. Schlimme Zeiten sind das. Pappalapapp, trinken Sie, Busler, und jammern Sie nicht. Erst als die Flasche leer war, brachen wir auf und fast hätte ich die Geige liegen gelassen. Der schwankende Leutnant geleitete uns zur Tür und vergrub zum Abschied noch einmal sein Gesicht in Eddas Busen. So, habe ich noch Zeit? Ja. Ja? Ja? Gut. Dann lese ich noch eine Stelle vor. Jetzt springe ich ein größeres Stück. Ich springe zum Jahr 1938. Derweil ist eine ganze Menge passiert. Julian Busler hat bei der SS Karriere gemacht, er hat es bis zum Sturmbahnführer gebracht. Er bleibt aber Edda und Adam weiterhin freundschaftlich verbunden. Die Lage der jüdischen Bevölkerung hat sich verschlechtert, die Nürnberger Gesetze wurden erlassen. Der Erste, der es am eigenen Leib zu spüren bekommt, aus der Familie Cohn, ist Moses Cohn. Er wollte Medizin studieren, aber man hat ihm den Studienplatz verweigert. Daraufhin schließt er sich einer zionistischen Gruppe an und an einem Abend nimmt er Adam mit zu einem solchen Treffen. Und jetzt lese ich weiter und trinke vorher noch. Etwa 20 Leute befanden sich in einem spärlich beleuchteten Zimmer. Sie standen oder saßen in kleinen Grüppchen beisammen und diskutierten. Sie alle teilten einen Traum,
den Traum von einer Heimat, den Traum von einem eigenen Staat. Die Ernsthaftigkeit, mit der gesprochen wurde, mit der Nachrichten von Freunden, die bereits in Palästina waren, ausgetauscht wurden, ermüdete mich. Es war, als lauschte man sehr langen Berichten in einer Sprache, die man nicht verstehen konnte. Ich stand am Fenster neben Moses. Er redete mit Ben und zwei anderen, deren Namen ich vergessen habe. Wie verlockend sah doch an diesem Abend meine Stadt aus, die sich unten vor dem Fenster erstreckte, groß und weit, das Gegenteil dieser deprimierenden Veranstaltung. Ich starrte auf die glitzernden Straßen und die Stimmen im Zimmer verschmolzen ineinander, waren nur noch Klang. Ben, ich gehe jetzt nach Hause. Diese Worte holten mich zurück. Vielleicht, weil das endlich ein Satz war, den auch ich verstand. Sie wollte nach Hause und ich war mir sofort sicher, dass sie nicht Palästina meinte, sondern ein Zuhause irgendwo da unten in meiner Stadt. Anna, warte doch noch ein bisschen, dann begleite ich dich. Es ist schon dunkel. Ich will nicht, dass du alleine durch die Gegend läufst. Ich kann dich nach Hause bringen, sagte ich zu Anna, weil ich mich danach sehnte, dieses Zimmer zu verlassen und weil ich noch nie so traurige Augen gesehen hatte. Nach einigem Hin und Her bekam ich schließlich die Erlaubnis, sie zu begleiten. Dann komm, sagte Anna mit einem spöttischen Lächeln. Auf der Straße hatte ich Mühe, mit ihr Schritt zu halten, aber ich schob mein Fahrrad neben ihr her, weil ihre Augen, als sie mich ansahen, etwas an mir berührt haben. Eine Berührung, die aus Schreibern Poeten und aus Klavierstimmern Komponisten machen kann, die jedes Weil in eine lächerliche Phrase verwandelt. Wie alt bist du eigentlich? Der Spott wollte nicht von ihren Lippen weichen. 18. Du siehst aus wie höchstens 15. Und wie alt bist du? Endlich hatte ich sie eingeholt. 18. Dann sind wir gleich alt. Anna lachte, ganz ohne Hohn, und hinter der schwimmenden Traurigkeit ihrer Augen lag eine ganze Welt. Ihr Mund, als er mich anlachte, hat etwas in mir berührt, eine Berührung, die aus Narren Helden und aus Helden Narren machen kann. Ist Ben dein Freund? Warum willst du das wissen? Nur so. Ich wüsste nicht, was dich das angehen sollte. Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dann beschleunigte sie ihren Schritt wieder. Anna hatte es eilig, an ihr Ziel zu gelangen, während ich hoffte, dass wir niemals ankommen würden. Hier wohne ich. Das kam so plötzlich, dass ich fast über mein Fahrrad gefallen wäre. Wir hielten vor der Tür und dein Gesicht, Anna, war wie ein Bild, das ich schon immer kannte und das auf einmal seinen Rahmen verlassen hatte und nun unheimlich lebendig vor mir stand. Gute Nacht und danke, Adam. Aber bevor sie durch die Tür schlüpfen konnte, hielt ich sie fest. Tut mir leid, dass ich gefragt habe, ob... Ich wünschte, ich würde dich kennen. Gute Nacht. Und ganz behutsam löste Anna meine Finger von ihrem Arm. So, das wäre dann der Teil der Lesung. Ja? Okay. Und dann... Ja? So. Gleich könnt ihr fragen. So, ich... Okay. Das dauert sich ein bisschen. Okay, da ist die erste Frage von Silvan Marvin. Er schreibt erstmal, ich sehe super schlecht, ich bräuchte eigentlich eine Brille. Erstmal toll gelesen, Dankeschön. Hast du das Buch zuerst nur für dich geschrieben oder wolltest du schon von Anfang an veröffentlichen? Puh, schwierige Frage. Ich glaube, man schreibt erstmal, oder ich zumindest, ich kann ja nur für mich selber sprechen, aber erstmal habe ich das Buch für mich geschrieben und natürlich denkt man sich dann, wenn man zu Ende geschrieben hat, man wird sich das schon wünschen, dass das ein Verlag findet und dass es dann auch passiert. Und ja. Ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet. Das ist, okay, das ist keine Frage. Mary Poppins 2608 schreibt mir, hat mir sehr gefallen, sehr dicht, emotional, sehr tief. Dankeschön. Mhm. Und jetzt, okay, jetzt Lance for Free fragt, wie hat sich deine eigene Familiengeschichte auf das Buch ausgewirkt? Die Familie Cohn ist komplette Fiktion. Also Astrid Rosenfeld denken viele, ich hätte jüdische Vorfahren oder
Aber das ist nicht so. Also meine Familie ist ganz, ganz toll, aber auch ganz, ganz anders als die Familie, die ich hier beschreibe. Leslie Buch fragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Thema Krieg und Drittes Reich als Romanthema aufzugreifen? Ich habe mich immer schon, also was heißt immer schon, sehr früh, seitdem ich 18 bin, für diese Zeit interessiert. Und es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, jetzt schreibe ich mal einen Roman, ach, welches Thema könnte ich nehmen? Naja, Zweiter Weltkrieg, sondern es war durch die Beschäftigung mit der Zeit ist eigentlich erst die Geschichte entstanden. Und ja, ich glaube, ich bin auch sicher nicht die Einzige, die sich sehr für dieses Thema interessiert. Es wird ja immer wieder darüber geschrieben, gesprochen, ein Glück. Und ja, auf Facebook, Ein bisschen okay, kleiner, ich hoffe, du kannst es lesen. ja, ich kann. Der Adams Erbe gehört nämlich zu den Besten. Hier kriege ich Komplimente, aber keine Fragen. Hallo Das ist Frau immer schön. Rosenfeld, zunächst einmal großes Lob für die angenehme Lesung. Danke, danke. Roman wirkt sehr, was hat Sie dazu und wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben? Ist immer schwer zu sagen, also es gab nicht einen ausschlaggebenden Moment, sondern es ist letztendlich durch viele kleine Splitter hat sich irgendwie eine Geschichte in meinem Kopf zusammengebraut, zusammengefügt und Inspiration ist letztendlich alles, also Gelesenes, Gesehenes, Gehörtes, Menschen, die man trifft und ja, und was war, ich habe jetzt den zweiten Teil, wie lange haben Sie, ich habe ungefähr 1,5 Jahre an dem geschrieben, auch mit einigen Unterbrechungen, aber ich denke mal, es waren so ungefähr 1,5 Jahre. Und dann gehen Sie auf Andrea Küsters fragt, gehen Sie auf Lesereise? Gibt es weitere Lesungen? Ich gehe auf Lesereise. Ich lese morgen Abend noch einmal in München und dann bin ich in Leipzig und in Rauris und in Zürich und ich glaube, da steht alles bei Diogenes auf der Homepage und ja. Ich stelle schon mal ganz, Daniela Mörke fragt, ich stelle schon mal ganz frech eine Frage, weil mich die Antwort so interessiert. Liebe Frau Rosenfeld, Ihr Buch ist ja erst vor kurzem erschienen und auch was Leserung angeht, sind Sie noch ganz frisch. Was ist das für ein Gefühl, plötzlich sein eigenes Buch in den Händen zu halten und dann rumzureisen, anderen daraus vorzulesen und die Begeisterung darüber zu spüren? Ist das nicht überwältigend? Das ist sehr überwältigend. Das ist auch ein bisschen surreal alles. Also gerade die Situation, jetzt hier vor so einer Kamera zu sitzen. Und es ist überwältigend und es ist noch immer irgendwie unwirklich. Und ja, und ich freue mich, also ich bin einfach nur wirklich wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Bücher schreiben und nicht das Glück haben, einen Verlag zu finden. Und vorher hatte ich schon eine Agentin, die mir das überhaupt erst alles ermöglicht hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Silvan Marvin fragt, gibt es schon Ideen für ein zweites Buch? Ich sage noch nicht, worum es geht, aber ja, und ich schreibe auch schon. Ah, okay. Büchertante fragt mich, toll, dass eine so junge Autorin direkt einen so renommierten Verlag im Rücken hat. Wie kam es dazu? Ja, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich hatte vorher schon eine Agentin und die hat dieses Manuskript rumgereicht und Diogenes hat dann gesagt, dass es das haben möchte und das ist wahnsinnig toll, weil
hätte ich mir von allen Verlagen einen aussuchen können, hätte ich Diogenes gesagt, aber das hatte ich gar nicht auf den Schirm, dass Diogenes eventuell daran Interesse haben könnte. Und insofern bin ich, ja, ich wiederhole mich gerade, ich merke das schon, bin ich sehr dankbar. Wie aufwendig, Lance for Free fragt, wie aufwendig war die Recherche? Ich sage mal so, dadurch, dass ich einfach schon einfach ein Grundwissen hatte, dadurch, dass ich seit vielen Jahren über dieses Thema lese, gab es nachher, während ich geschrieben habe, nur noch wirklich explizite Recherche, was das Warschauer Ghetto angeht und Kressendorf und einige Kleinigkeiten. Aber letztendlich habe ich diese ganzen Jahre dafür, also sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, das Buch zu schreiben oder nicht diese Sicherheit gehabt. Ja. Ja. Verena Landmann fragt mich, haben Sie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, Studium oder ähnliches? Habe ich nicht. Also, womit ich dienen kann, ist eine abgebrochene Schauspielausbildung. Aber ansonsten habe ich nichts gelernt, sozusagen. Ja. Sarah Wilke schreibt, ich schreibe auch mein eigenes Buch, doch ich habe das Problem mit der Motivation. Können Sie mir einen Tipp geben, wie ich mich mehr damit befassen kann? Puh, schwere Frage. Ich weiß nicht, also mich macht das Schreiben glücklich und deshalb brauche ich eigentlich keine Motivation. Also ich freue mich, wenn ich mich hinsetzen kann und schreiben kann. Und deshalb, ich weiß nicht, ich denke mir immer, entweder will man es und dann sollte man es tun, oder man will nicht und dann muss man vielleicht auf den richtigen Moment noch warten. Aber ich bin, wie gesagt, also ich bin keine Expertin und ja, deshalb kann ich diese Frage leider nur sehr vage und schlecht beantworten. Annette, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus, Bisalski fragt, nachdem sie mir auch ein Kompliment macht, Dankeschön. Welche Hintergrundinformationen aus der Zeit, in der der Roman spielt, haben Sie benutzt? Haben Sie Interviews mit Zeitzeugen geführt? Da kann ich nur noch einmal sagen, also ich habe mit Zeitzeugen, meine Oma ist aber, wie gesagt, nicht jüdisch, aber die hat den Krieg erlebt. Mein Vater ist 43, oh Gott, ungefähr 43, 44 geboren. Also sie war eine junge Frau und sie kann sehr viele Geschichten aus dem Krieg erzählen, aber ansonsten habe ich mehr gelesen, also auch ganz viele Zeitzeugenberichte, Biografien und ja. Franziska Hunke fragt, hatten Sie mal eine Schreibblockade, als Sie an diesem Roman schrieben? Nee, also eine richtige Schreib, davon habe ich schon mal. Also das hört man ja, wenn man mal eine Biografie von einem Autoren liest. Bisher habe ich noch keine Schreibblockaden gehabt. Es gab sicher mal Zeiten, wo ich abgelenkter war oder als ich im Urlaub war mit meiner Schwester, da wollte ich schreiben, aber bin dann dazu nicht gekommen. Und ja. Wann haben Sie, Verena Landmann fragt nochmal, wann haben Sie angefangen zu schreiben? Also eine Freundin aus meiner Jugendzeit, die hat mir gesagt, dass ich angeblich schon mit 15 mal was geschrieben habe. Aber daran kann ich mich nicht erinnern, also wirklich überhaupt nicht erinnern. Deshalb kann das nicht besonders bewegend gewesen sein. Und ich habe kleinere Sachen, aber so für mich, also deshalb ich kann das gar nicht genau sagen, wann ich angefangen habe zu schreiben. Ja.
Buchfan fragt mich, haben Sie auch schon als Kind Geschichten geschrieben? Nein, als Kind habe ich keine, also nee, als Kind habe ich keine Geschichten geschrieben. Ich habe gerade überlegt, ob ich als Kind, doch, ich konnte mit 6 dann auch schreiben. Aber habe ich nicht, nein. Aber ich mache hier gerade irgendwas mit den. Ah, nee, hier muss ich runtergehen. Ne? Die Frage verstehe ich nicht. Renton Andy fragt mich, mehr emotionale Reflexion oder Recherche, mussten Sie viel nachladen? Musst du nochmal schreiben, verstehe ich nicht. Mary Poppins 608 fragt, können Sie vom Schreiben leben oder gibt es einen Brotjob? Also es gab ganz lange einen Brotjob und ich habe als Casterin gearbeitet und habe dann, während ich Adams Erbe geschrieben habe, versucht, hauptsächlich kurze, sehr kurze Sachen zu machen, damit mir Zeit fürs Schreiben bleibt. Und im Moment, gerade in diesen Tagen kann ich gerade davon leben, aber ich weiß nicht. Das wird sich zeigen, ob man davon leben kann oder ob man dann, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also das kann ich noch nicht sagen. Carina Saal fragt mich, lesen Sie selbst gerne und viel? Wenn ja, was aktuell? Ich lese gerne, ich lese viel. Also viel ist ja immer relativ. Es gibt Lieblingsbücher und auch ein, zwei Lieblingsschriftsteller. Das wären, also mein absolutes Lieblingsbuch ist Lolita. Und Der Fänger im Roggen. Ich mag Scott Fitzgerald super gerne. Ich mag Evelyn Waugh super gerne. Und ich kann mir ansonsten auch Namen sehr schlecht merken. Und gerade lese ich Louis und Leon. Heißt das so? Louis und Leon, gerade rausgekommen. Was das sicher? Schwe Lu Louis und, keine, aber ich glaube, es heißt Louis und Leon. Was sehr, sehr toll ist. Ich bin bei der Hälfte. Ansonsten kann man einfach wieder mich um. Leslie Bu fragt, was haben Sie als erstes gemacht, als Sie das fertige Buch in der Hand hatten? Zum Beispiel Freudentanz, Champagner, Freundin angerufen. Das ist ja, es gab ja schon, ich hatte verschiedene Versionen dieses Buches sozusagen zum ersten Mal in der Hand. Es gab ja ein Leseexemplar. Das war letztendlich das erste, was ich dann in der Hand hielt. Und es ist einfach, es ist absurd. Also ich kann das schlecht beschreiben. Man freut sich total, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen, ja, unwirklich, weiß ich nicht. Aber ich habe mich gefreut. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich geschrien habe vor Freude. Das weiß ich nicht. Und wahrscheinlich habe ich meine Schwester oder meinen besten Freund oder meine Mutter angerufen sofort. Ja. Achso, Renton Andy fragt, ist beantwortet, sagt er. Okay, dann habe ich seine Frage anscheinend beantwortet. Silvan Marvin fragt, war schon immer ein Traum von dir gewesen, ein eigenes Buch zu schreiben? Nein, ich wollte als Kind und noch sehr lange wollte ich Schauspielerin werden und dann wusste ich, dass ich das auf gar keinen Fall werden will und habe die Schauspielschule abgebrochen. Aus Mangel an Talent und Leidenschaft. Das war einfach nicht meins. Aber das war so der Kindheitstraum, Schauspielerin. Und das mit dem Schreiben kam dann irgendwie so. Ich kann so Fragen schwer beantworten, weil ich beobachte mich ja nicht ständig selber. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal wusste, dass ich die Geschichte, die sich so zusammengesponnen hat, aufschreiben möchte. Weiß ich gar nicht.
Oh, Marcel Koch fragt eine sehr schwere Frage. Gibt es Stellen in Adams Erbe, die du gern noch einmal umändern würdest, wenn das möglich wäre? Nein, keine einzige. Das war, ich habe es so geschrieben, wie ich es schreiben wollte und konnte. Und ich glaube, dann, das wäre auch, das ist auch vergossene Milch. Also, jetzt ist es gedruckt, jetzt kann ich auch nichts mehr ändern. Aber es gäbe auch keine Stelle. Nee. Nö. Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal reloaden muss. Und das auch. Genau. Susanne Steufmehl fragt mich, denken Sie aufgrund Ihrer Erfahrung in der Filmbranche auch an eine Verfilmung oder hatten Sie die beim Schreiben sogar schon im Kopf? Nein, also ich meine, ich habe als Casterin gearbeitet. Das heißt, ich habe ja keine eigenen Filme gemacht, sondern ich habe Schauspieler und viel Laienschauspieler. Ich weiß nicht, ob jemand die Filme Mucksmäuschenstill und Knallhart kennt. Gerade bei Mucksmäuschenstill war das einfach sehr viele Laienschauspieler, also echte Menschen. Und ich habe keine Filme, ich bin ja kein Regisseur oder Drehbuchautor. Und über die Verfilmung sollen gerne andere nachdenken, ich nicht. Sarah Wilke, ich schreibe seit 11 Jahren, aber ich habe es einfach nie geschafft, etwas Langes zu beenden. Mich lenkt während dem Schreiben zu viel ab. Glücklich macht es mich natürlich. Ach, Sarah, ich würde dir gerne irgendeinen tollen Ratschlag geben, aber ich weiß es nicht. Vielleicht schreib doch dann einfach was Kurzes, wenn du nicht was Langes schaffst. Ich würde dir gerne wirklich irgendwas Sinnvolles sagen, aber ich bin Debütantin, ich habe noch keine große Erfahrung. Michaela Kutowski. Welches Buch war in Ihrer Kindheit Ihr Lieblingsbuch und warum? Als Kind hatte ich, glaube ich, gar keine richtigen Lieblingsbücher. Wir mochten den kleinen Nick und wir mochten Märchen. Also, aber als Kind habe ich immer am liebsten gespielt. Also da war nicht viel mit Lesen, glaube ich. Monika Raps fragt mich, wie gut gefällt Ihnen das Titelbild? Welcher Zusammenhang besteht zum Inhalt? Ich liebe das Titelbild, also wirklich. Ich mag Vögel. Und ich finde, also es ist letztendlich ein Sinnbild, der Vogel im offenen Käfig, die Freiheit. Und als ich das gezeigt bekommen habe, das Bild, habe ich sofort gesagt, ja, weil ich es wirklich, ich finde es erstmal eine wunderschöne Zeichnung und ich mag das einfach. Eine Frage an Astrid Rosenfeld, Autorin, charmante Antwort. Ach, Entschuldigung, ich lese gerade. Buchfan fragt, kaufen Sie sich viele Bücher in Buchläden über das Internet? Nee, ich kaufe die in Buchläden. Also es gibt zwei Buchhandlungen. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich nicht geschickt, das zu sagen, aber die eine ist halt direkt bei mir um die Ecke und die andere ist, da komme ich auch ständig vorbei. Und ich kaufe aber auch gerne im Antiquariat Bücher. Und übers Internet habe ich auch schon mal. Aber meistens sind das so spontan Käufe. Ich gehe dann rein in die Buchhandlung, weil ich irgendwas sehe oder ja. Leslie Buch fragt, gab es inspirierende Musik beim Kreativprozess oder brauchen Sie absolute Stille? Ich finde, Musik ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und wenn ich Gitarre spielen und komponieren könnte, würde ich vielleicht auch gar nicht schreiben, weil das finde ich das Allergroßartigste. Aber tatsächlich, wenn ich schreibe, brauche ich absolute Stille. Also ich könnte auch nicht im Café oder so sitzen. Ja.
Okay, ich krieg wieder ein sehr nettes Danke an Mary Poppins 608. Dankeschön. Kultfigur fragt, sind Sie ein bisschen von sich selbst überrascht, beziehungsweise von der Resonanz ist ja immerhin Ihr erstes Buch. Ja, dadurch, dass ich kann, ich bin überrascht und ich freue mich, dass es Menschen gibt, die dieses Buch kaufen und mögen. Und das ist wunderschön. Und ich habe allerdings natürlich auch keinen Vergleich, weil es ja mein erstes Buch ist. Aber ich freue mich. Danke an den Buchfan, der mir schreibt, Ihr Kaufverhalten gefällt mir ebenso wie das Buch. Lenz for Free fragt, wie kamen Sie auf die Idee, einen Roman zu schreiben? Ich glaube, das habe ich ja eben schon mal ein bisschen gesagt. Es ist nicht, also oder mir ging es nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, sondern es gab die Geschichte. Und dann war mir klar, dass ich diese Geschichte aufschreiben möchte. Und habe geguckt, ob ich dafür die Worte habe. Und es hat dann funktioniert. Silver Ma Entschuldigung, Silvan Marvin gefällt mir. Entschuldigung, frag mich. Dein Lieblingscharakter in Adams Erbe? Das ist ganz schwer zu sagen, aber es gibt natürlich, also ich muss ja sagen, ich glaube, Jack Moss mein Lieblingscharakter ist. Jetzt muss ich hier noch mal einen Knopf drücken, ja? So. Oder nee. Nee, da, ne? Sarah Wilke fragt nochmal, wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Wie gesagt, so ungefähr 1,5 Jahre. Okay, jemand möchte das Buch ganz wirklich doll gewinnen. Wird das gelost nachher? Okay. Du verlierst es jetzt. Ich verlose es. Ja, ich weiß nicht, komm. Gut, ich meine, geht eh Ich schon ein bisschen kann, dem Ende zu. es geht dem Ende zu. Also wer möchte, kann noch. Wir haben noch 4 Minuten. Vielleicht habe ich ja auch eine Frage übersehen. Ich kann das ja auch mal. Nee, wie macht man das jetzt hier mit zwei Genau, Fingern, mit zwei ne? Fingern runter. Gehen wir nochmal durch. Dein Lieblingscharakter? Ich hätte vielleicht eine Frage noch an dich. Dann Publikum stell die nochmal. doch über Twitter. Zum Publikum? Ich beantworte jetzt eine Publikumsfrage. Und zwar ist das Buch ja auch eine tragische Liebesgeschichte. Hat dich das beim Schreiben selbst betroffen gemacht? Oder also, wie hast du gefühlt beim Schreiben? Naja, man schreibt schon, natürlich ist man dann insofern, man schreibt ja aus der Sicht von jemandem und natürlich spürt man das irgendwie mit, aber das ist irgendwie so, ich weiß es, also, boah, beantworte ich die Frage nicht beantworten. Man geht schon mit, das ist schon, weil man ja da drin ist sozusagen. Man ist ja, ich habe ja aus der Sicht dieser zwei Männer geschrieben, Jungs, jungen Männer geschrieben. Ja, mein geht schon mit. In der Zwischenzeit gibt es auch schon was Neues. Buchfan fragt, an welchem Tag bist du in Leipzig auf der Buchmesse? Ich glaube, es ist der 16., 17., ich bin 3 oder 4 Tage da und das kann man bei Diogenes ganz sicher auf der Seite sehen. Und da ist dann auch aufgezählt,
aufgelistet, das richtig, wo ich da auch lese. Und Silvan Marvin fragt, wo liest du morgen in München? Ich weiß nicht, wie das heißt. Also es ist das Wortspiel-Festival und das findet man sicher bei Google. Ich habe, wisst ihr, wo das ist? Das Wortspiel-Festival? Muffatakalakhalle? Irgendwas? Muffatalle, ja. Muffatalle irgendwie so, aber aber Wortspiele und das steht dann da. Buchkolumne fragt mich, wo haben Sie die Kraft für so ein gefühlsgewaltiges Buch genommen? Ich war als Leserin oft kurz vorm Weinen. Wie war das, Autorin? Man geht mit, aber ich finde das, also ich darf ja in Sicherheit in meiner Küche sitzen und schreiben, während solche Geschichten, also nicht eins zu eins, nicht diese, aber während Menschen wirklich im Warschauer Ghetto waren und ich darf in meiner Küche sitzen und bin sozusagen geschützt und deshalb finde ich das immer über das eigene Leid währenddessen zu reden, das finde ich immer ein bisschen, das widerstrebt mir. Also, weil ich leide nicht. Also ich musste bisher noch nicht leiden. Bin Bu in einem kleinen und habe schon sehr oft verkauft. Dankeschön an Birgit, aber ich. Junge Blöd? Junge Blöd? Ja, Junge Blöd. Ja. Danke für das Kompliment. Ja, ich schreibe in der Küche, richtig. Andrea Küsters fragt mich, wie gefällt Ihnen diese Art von Lesung über Livestream? Waren Sie aufgeregt? Ich bin immer aufgeregt, wenn ich lese, weil das ist nicht nichts, was mir im Blut wirklich liegt. Und das ist halt eine absurde Situation. Ich sitze hier am Tisch und vor mir steht eine Kamera. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Und ja. Susanne Steufmehl fragt mich, Eddies Oma ist umwerfend, hat sie eine reale Vorlage? Nein, leider nicht. Also ja, wirklich alle Figuren in dem Buch sind Fiktion. Natürlich gibt es manchmal die ein oder anderen Charakterzug, den ich vielleicht irgendwo beim realen Menschen erlebt habe, aber so wie sie dort drin vorkommen, gibt es keine realen Vorlagen. Sehr viele Komplimente, die können wir verlängern, fragt Andi. Also es sind ja noch 3 Minuten, aber es kommen, glaube ich, gerade gar keine Fragen mehr. Ich mache mal auf Reload. Ich mache mal hier auf Reload. Habe ich... Melanie Orwig fragt, schreiben Sie ausschließlich in der Küche oder auch noch woanders, wo es ruhig ist? Ausschließlich in der Küche. Weil ausschließlich in der Küche. Okay. Nehmen wir noch eine Frage? Oder ich glaube, es ist... Ansonsten. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und ich werde gleich alle Namen auf den Zettel schreiben und dann werden wir die auslosen, wer die Bücher gewinnt. Und Dankeschön. Super. So.